Der Grasfrosch gehört zur Klasse der Amphibien, der ältesten Klasse der Landwirbeltiere. Er ist eine Art der sogenannten Braunfrösche, die außerhalb der Paarungszeit auf dem Land leben. Braunfrösche sind am auffallenden dreieckigen Schläfenfleck zu erkennen. Also das ist schon eine beachtliche Population. Wenn du dir vorstellst, allein ungefähr 400 Rufer und dann kommen noch mal Weiber dazu. Und die bewegen sich. Also ich krieg mich nicht mehr mit dem Wasser gebunden. Das brummt richtig wie die Quaken. Ist der Ufer jetzt 200 zu sehen? Das sind praktisch. Ja, wenn man es nicht gewohnt ist, denkt man, das ist der Lärm von der Straße. Das sind alles Grasfrösche, oder? Das ist alles, ausschließlich Grasfrösche. Das ist ein Männchen. Ein Männchen? Von der Größe her. Die Weibchen kannst du daran erkennen, dass sie einen ganz dicken Bauch haben. Na, da kommt, ist noch einer an Land. Siehst du den hier an Land? Hier an Land. Ein Männchen. Grasfrösche sind sogenannte Explosivlaicher. Die Fortpflanzung einer Population findet innerhalb weniger Tage im meist angestammten Laichgewässer statt. Außerhalb der Paarungszeit sind sie nachtaktiv und fressen Insekten, Schnecken und Würmer. Die Überwinterung erfolgt in Erdlöchern oder auch am Grund von Gewässern. Nach der Bundesartenschutzverordnung ist der Grasfrosch besonders geschützt. Bei der Roten Liste gefährdeter Arten steht er in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste. Bestandsrückgänge werden verursacht durch Monotonisierung der Landwirtschaft, Lebensraumvernichtung und Straßenverkehr. Gemäß der Amphibienkartierung im Stadtkreis Mannheim wurde der Grasfrosch 2012 in 8 von 46 kartierten Gewässern nachgewiesen. 2013 fand er sich in 12 Gewässern. Der hier vorgestellte Tümpelkomplex ist möglicherweise das größte Grasfroschvorkommen in der Mannheimer Gemarkung.